Wir sind in Köln. Die Kommissarin Hanna Frank befindet sich im Haus des ersten Mordopfers. Hanna erfasste die Situation sofort. Die Küche des Hauses, in dem Professor Peter Meyers gelebt hatte, wirkt irgendwie maskulin. Auf dem übergroßen Edelstahl-Gasherd standen gusseiserne Töpfe. Die dunkelgrauen Schränke waren mit einer Arbeitsplatte aus schwarzem Granit abgedeckt und teure Messer wurden in einem hölzernen Block präsentiert. Der Professor lag auf dem Rücken. Sein weißes T-Shirt war vollgesogen mit Blut und der Steinboden in schwarz-weißem Schachbrettmuster war rund um seinen Brustkorb herum tiefrot. Auf Meyers Jeans gab es keine Flecken. Seine Füße steckten in dunkelblauen Sneakers, die Schuhsohlen waren sauber. Hanna schätzte ihn auf Anfang 60. Professor Meyers hatte volle graue Haare und den Bauch derjenigen, die mit sich und ihrem Leben zufrieden sind. Nicht zu voluminös, nicht zu flach. Gerade umfangreich genug, um ihr Meyers Sinn für Genuss wie auch für Disziplin zu verraten. Sie nickte kurz in die Runde. Die Kollegen von der Spurensicherung und der Rechtsmediziner waren bereits vor Ort. Er stand, ohne aufzublicken, über seinen Aluminiumkoffer gebeugt, sein wichtigstes Utensil. Hanna erinnerte es seit jeher an den Werkzeugkasten eines Handwerkers. Professor Meyers machte einen friedlichen Eindruck. Seine Gesichtszüge wirkten entspannt. Und wäre da nicht überall Blut, könnte man annehmen, er würde einfach nur zufrieden schlafen. Hanna, immer noch in der Hocke, faltete die Hände. Es war ihr egal, was die Kollegen dachten. Sollten sie glauben, sie würde beten, was sie nicht tat. Den Kopf gesenkt, verharrte sie bei sich und dem Toten. Ein Moment tiefer Kontemplation. Sie war erfüllt von allumfassendem Respekt vor der Einmaligkeit gelebten Lebens und durchdrungen von der Trauer angesichts seiner Bedeutungslosigkeit. Bis vor kurzem war Meyers Körper noch warm gewesen, hatte sich weich angefühlt. Bis vor kurzem noch hatte er geatmet und sich bewegt, aller Wahrscheinlichkeit nach mit seinem Mörder gesprochen. Vielleicht war es belanglos gewesen, möglicherweise wichtig, privat oder beruflich. Wer wusste das schon? Hanna versuchte, Meyers Wesen zu erfassen, in seine Aura einzutauchen und in diesem langen Moment ignorierte sie alles andere um sich herum. Zuletzt hatte er Bratkartoffeln gegessen, wahrscheinlich ein Bier dazu getrunken. Eine leere Kölschflasche stand neben der Spüle. Möglicherweise hatte er sich beim Essen entspannt. Oder war er in Eile und gestresst gewesen? Hanna suchte in den Zügen und Linien, die seinem Gesicht die unverwechselbare Form verliehen, eine grundsätzliche Gestimmtheit seiner Seele zu erfassen und auch die Stimmung zu erahnen, in der er sich kurz vor seinem Tod befunden hatte. Noch hatte die Totenstarre nur leicht eingesetzt, waren die weichen Informationen, sie nannte sie so im Gegensatz zu den harten Fakten, nicht für immer verloren. Hanna überlegte, was der Mann als letztes gedacht haben mochte, was es auch gewesen war. Es musste ihn zufriedengestellt haben. Beinahe triumphierend wirkten seine Züge. Oder täuschte sie sich?